Das FAST-Team setzt sich eigentlich zusammen aus Mitarbeitern des ASB aus ganz Deutschland, viele Mitarbeiter natürlich aus dem Rettungsdienst, aber auch Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger. Viele von denen arbeiten im lokalen Rettungsdienst in Krankenhäusern und hatten eigentlich den Wunsch, auch in der Auslandshilfe tätig zu sein. Und darüber hat sich eigentlich das FAST-Team dann gegründet. Ja, die Hauptzielsetzung vom FAST ist eigentlich, basismedizinische Versorgung vor Ort nach einer Katastrophe aufrechtzuerhalten. Also ich konnte mir das vor dem ersten Einsatz im Irak eigentlich auch nicht vorstellen, was es bedeutet, auf der Flucht zu sein oder geflüchtet zu sein. Das wurde uns jetzt auch wieder vor Augen geführt und auch von den Leuten berichtet. Die Leute sind von zu Hause weg, haben nichts mitnehmen können, weil sie oft in einer Nacht- und Nebelaktion geflohen sind, haben oft auch keine Unterlagen, Papiere mitbringen können, sodass auch jetzt schon klar ist, dass die weitere Existenz gefährdet ist, weil sie keinerlei Beweise dafür haben, was vielleicht für Gelder, Versicherungen und sonst ihnen zustehen könnte. Und haben alles verloren, haben Familienmitglieder, Freunde, Bekannte verloren und stehen jetzt vor einer ungewissen Zukunft. Sie wissen nicht, wie lange sie in diesem Camp leben werden müssen. Sie wissen nicht, wie und ob es weitergeht, ob sie jemals zurückkommen. Viele leben mit der Ungewissheit, dass sie nicht wissen, ob Angehörige überhaupt noch leben, haben da keine Kontaktmöglichkeiten. Also es ist, ja, das ist wie wenn ich jetzt über Nacht einfach weg müsste in ein anderes Land, ohne mich darauf vorbereiten zu können, ohne irgendwas mitnehmen zu können, ohne Geld, und mich komplett dem guten Willen anderer Leute aussetzen muss. Woran es jetzt im Moment eigentlich fehlt, ist eine psychosoziale Betreuung. Diese Traumatisierung der Leute, zum einen ist natürlich die reine Situation in einem Flüchtlingscamp zu leben, schon sehr belastend, und zum anderen haben die Leute teils schlimmste Erfahrungen gemacht auf ihrer Flucht. Die meisten Campbewohner in dem Camp, wo wir waren, in Bersewi 1, waren Jesiden aus dem Sinjar-Gebirge, und dort haben wir auch viele Berichte von den Bewohnern bekommen, dass sich Familienangehörige schon während der Flucht das Leben genommen haben, dass sie vor ihren Augen Freunde, Verwandte, Kinder, Ehemänner getötet wurden durch den IS. Also Leute sind schwerst traumatisiert. Die wissen jetzt schon, dass sie eigentlich nur noch das besitzen, was sie mitbringen konnten, und dass sie auch auf absehbare Zeit nicht in ihre Heimat zurückkommen. Aktion Deutschland hilft. Gemeinsam schneller helfen.